In der Bundesliga, da sind sie nur 16. Aber in der Europa League, da ist der VfB Stuttgart mit 3 Siegen und 9 Punkten damit ganz klarer Tabellenführer. Am Donnerstag, da geht's ja zum FC Getafe. Gewinnt Stuttgart bei Getafe, hat der VfB schon 12 Punkte und damit wäre die Zwischenrunde eigentlich schon so gut wie im Sack. Der BVB. In der Bundesliga Tabellenführer mit der besten Abwehr der Liga. In der Europa League mit schon 5 Gegentoren nur Mittelmaß und jetzt schon unter Druck. Beim Tabellenführer Paris Saint-Germain müssen sich die Dortmunder auf alle Fälle mächtig strecken, aber vielleicht streiken die Franzosen ja auch. In der Leverkusener Gruppe, da ist ja in dieser Woche der frisch gebackene norwegische Meister Rosenborg Trondheim zu Gast beim Europa-League-Sieger vom letzten Jahr, also bei Atletico Madrid. Bayer Leverkusen, die empfangen Aris Saloniki und die Gruppe, die ist noch relativ eng, also da ist noch gar nichts entschieden. Entschieden ist aber schon, dass Leverkusen in der Gruppe die meisten Tore geschossen hat. Auch der BVB hat mit 5 Treffern die meisten Tore der Gruppe auf dem Konto. Der VfB Stuttgart hat sogar schon 6-mal getroffen und auch der VfB Stuttgart hat die beste Bilanz der Gruppe. Oh, sieht man gleich im zweiten Teil. Werder vor dem Kellerduell, Königsblau ganz entspannt und noch ein lustiges Punkterechnen bei den Bayern.